R-E-W-I-N-S-I-D-E. Fruchtig. So, jetzt probieren wir. Und komplex und wurzig. Wurzig. Der Speichel läuft die Backen runter. Hallo, was geht denn? Willkommen zu einer neuen Folge von Sitz 4 mit der Bastille, liebe Brotwurst. Hallo. Hallo. So, Leute, uns ist gerade aufgefallen, dass der Tod hier bei uns Fernsehen guckt. Was hat der? Schau mal, der was guckt, hat der, in der, Hand der guckt ja nicht mehr was. Das da? Das ist, glaube ich, sein Handy. Ich glaube, das ist sein Handy. Das ist so eine Hülle, oder? Freddy scheint doch gerade. Was ist gerade mit Freddy los? Man weiß es nicht. Ich bin gerade mit Manuel hier. Ich bin auf jeden Fall nicht so begeistert. Was macht Dena hier vorne? Oh. Dena beschwert sich mal wieder über alles. Aha, okay. Gut, hier gammelt auch wieder eine Menge Essen, ne? Das ist Müll in der Ecke. Und wo ist Izzy? Und Izzy steht in seiner eigenen Pisse. Und ist auch nicht so zufrieden. Ja, Leute, perfekte Gegebenheiten, würde ich sagen. Alle Leute hier unten sind gelb. Ja, das läuft auf jeden Fall super. Izzy, geh mal ganz kurz zum Tod und dann, ich muss los. Mit Sensmann, super Kids. Ja, gut. Mach's gut, ne, hau rein. Ja, weg ist er, ne? Weg ist er, Alter. Schade drum. So, Leute, wir haben nämlich heute vor. Was mache ich da? Du tanzt. Da ist Musik. Das ist doch die Todesmusik. Da hinten läuft Tupac. Da läuft Tupac. Tupac lebt wohl. Guck, ganz klar. Das ist ganz klar Tupac. Ich würde sagen, Leute, wir fangen nämlich heute mal an. Oh, das ist Tupacs Wife, Alter. Also hätten wir den gerade kopiert und mit einem anderen Pulli weiter nach links gesetzt. Warte mal. Warte, wie heißt der? Der heißt Anas. Anas. Er heißt Omar. Freundlich vorstellen. Omar Schaffig und er heißt Anas Marvin. Die sind nicht mal verwandt, willst du mich verarschen? mit dem muss ich ganz kurz Manuel prügeln, ganz kurz. Das ist ganz wichtig, Leute. Warte, hier. Komm, lauf hinterher. Schnell, Manuel, lauf! Das verkackte. Oh Gott, er löst dich in Luft auf oder so. Boah, hat schon nie mit dem alten Mann geschlagen. Er hat schon nie mit dem alten Mann geschlagen. Stimmt, ja. Das wird vielleicht Zeit, vielleicht gewinnt er, vielleicht gewinnt er, Alter. Vielleicht gewinnt er den Kampf. Anas, ich Marvin, der Schizophrene. Vanilla Pimp. Stell dir vor, so ein Kerl kommt zu dir, guck dich so an. Kommt auf die Straße mit seinem extremen Fettbauch und muckt dich an. Und du denkst dir so, ich bin Marvin, ich hab das gar nicht nötig, weißt du? Ach, er schubst ihn gleich kommt der Signature-Move. Guck mal, er provoziert zuerst. Ja, gib ihm! Boah, Junge, hast du gesehen? Nee. Getränk werfen, jetzt komm. Versuch schon. Guck mal, er ist schon angespannt, Digga. Komm schon. Jetzt aber. Ja! Digga! Digga. Das wird ein Wahnsinn, das wird ein Win. Ja, er ist auf jeden Fall schon mal verwirrt. Er ist paralysiert, Alter. Okay, beleidigen. Komm schon, jetzt verprügeln ihn doch. Ich Marvin versucht zu fliehen. Ich glaube, Remi, du verwechselst Sims 4 ein bisschen mit das Pokémon. Das ist Pokémon, Alter. Das ist kein Pokémon, das du einfangen musst. Kannst du dich verprügeln mit dem Pokémon? Los, ich Marvin. 1, 2, 3 und... Ich Marvin. Hä? Glücklich? Ja! Wo kommt der her? Lol, der Dorfpädophile guckt zu. Oh, das denkt sich, oh, was für ein Musik. Oh, ja, sehr geil. Los, gib ihm. Komm schon, Manuel. Das ist ein alter Mann, den kriegst du auf jeden Fall. Manuel muss auf jeden Fall noch ein Kind schlagen, Alter. Manuel! Ja, Mann, gib ihm. Oh, da kommt noch ein Kind. Manuel hat gewonnen. Ja, der hat auch einen Rentner verprügelt. Was hast du erwartet, dass er verliert? Warte, und jetzt den Opa mit dem Kind schlagen. Jetzt plaudern. Guck mal, die prügeln. Den Opa mit dem Kind schlagen. Du nimmst das Kind und verprügelst den Opa. Hallo? Geh hinter den Opa. Warum spawnt da plötzlich eine Oma? Ich glaub, alte Leute machen sich in die Hose geschissen. Er muckte das Kind an. Los, mach das Kind fertig. Meinst du, man kann sich mit dem Kind prügeln? Also in echt geht es. Er kann das Kind schubsen. Dieser Typ ist der Härte. Er prügelt zuerst so einen Rentner und sich dann mit so einem rothaarigen Dreckskind. Guck, da kommt noch eins. Er macht die ganze Stadt fertig, Alter. Aber denkst du, der packt wirklich drei Kinder oder so? Boah, ich weiß nicht. Wie viele Kinder würdest du schaffen? Das ist echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das habe ich schon so oft überlegt, ne? Ich glaube, ich würde locker 10 Kinder packen. Aber auch gleichzeitig. Mittlerweile. Los, schubst ihn. Ich habe echt einen guten Kick drauf. Meinst du echt? Nee, wirklich. Also, wenn die alle aggressiv werden und unbewaffnet halt auf mich losgehen, bewaffnet bräuchte ich ein Schwert oder so. Junge. Komm schon, anbrüllen. Ja, schrei ihm einmal. Das wäre zu krank, Alter. Verpiss dich, Ben, verpiss dich. Pass auf, ich würde sagen, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen hin und versuchen auf jeden Fall, den und Izzy heute ein bisschen näher zu bringen. Wir bauen jetzt so ein kleines Dungeon, ja? Das war jetzt nur der kleine Auftakt mit Manuel. Vorerst muss aber Paluten auf jeden Fall zum Friseur. Also wir werden auf jeden Fall Paluten auch eine neue Frisur machen. Und dann, meine Freunde, mit Palle mit verändertem Outfit und veränderter Frisur natürlich auch hingehen und was klauen. Dann kann ihn ja keiner mehr wiedererkennen, weißt du, Alex? Was hältst du davon, wenn Paluten auf einmal Trap-Rapper wird? Ja, das wird schon zu ihm passen. Was tragen denn Trap-Rapper? Pferdeschwanz hat Paluten auch, aber nicht die Frisur, lol.
Das ist doch eine Trap-Rapper-Frisur, oder? Trap-Rapper. Ja, ich kenne auch eigentlich nur Trap-Rapper, die 70 sind. Der wird jetzt Rapper, okay? Er wird ein ganz anderer Mensch. Siehst du das? Rocker ist das? Nee, das ist Pirat. Ich weiß auch nicht. Das ist auch nicht richtig. Nee, das war ja schon gar nicht so schlecht, oder? Das ist ja schon cool, ne? Doch, die. Guck mal, das ist doch geil, oder? Alter, richtig. Ja, das sieht. Warte, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Cap für ihn. Klar, wenn du Rapper bist. Gott, das sieht so schlimm aus. Ist das ein Trap-Rapper? Ich weiß nicht. Was tragen die? Ja, das tragen... Das tragen Rapper voll, heutzutage. Das ist viel zu Mainstream. Das tragt jeder Trap-Rapper heutzutage. Alter. Das sieht echt gut. Sieht ein bisschen aus wie heißt der, dieser Blinde? Nee, wie heißt der? Der Deutsche. Guido Lindenberg oder Lindenberg. Guido oder Lindenberg. Keine Ahnung, Lindenburg. Ja, Alter, ist doch geil, oder? MC Guido Lindenburg nennen wir. Digga, ich find's richtig nice. Paluten muss auf jeden Fall seine Musikkarriere machen. Perfekt. Jetzt würde ich sagen, da Palle jetzt sein Äußeres geändert hat, muss natürlich direkter Gangster natürlich auch rausgehen. Erst mal was klauen, Alter, oder? Weißt du? Okay, wo sollen wir klauen gehen? In der Bibliothek, oder? Das ist Gangster, oder? Oder im Museum. Im Museum ist heftig, oder? Oh, guck mal hier, das sind so Bonzen. Hier, guck mal, der geht bei Bonzen klauen. Was ist das für eine Butze? Alter, da würde ich ja. Drei Etagen zum Scheißen Klauen gehen. Was geht, Junge? Ich würde so lachen, wenn die dich einfach nicht reinlassen. Wo ist Feuer ausgebrochen? Da brennt's! Warte, Patti, sie sind abgelenkt! Ja, sie sind abgelenkt! Der Plan hat funktioniert, alles abzufackeln! Schnell rein! Wieso kann er nicht rein? Ich kann nichts machen! Der ist abgehauen, die hauen alle ab! Brennt jetzt hoffentlich das Haus ab, denke ich mal. Die haben einen Sprinkler. Was für Bonzen. Ohne Scheiß. Hier steht einfach dieser random Typ rum. Das ist so unfair, da will man einmal was abfackeln. Stell dir vor, bei dir brennt so ein Typ, kommt auf deine Terrasse, setzt sich hin mit blauen Haaren. Kann ich jetzt auch hier reingehen oder nicht? Du musst an der Hauswand entlang hochklettern. Wir haben so geile Sachen bestimmt zum Klauen. Guck erst mal an, Alter. Ah, jetzt können wir rein. Ah. Hier. Digitalkamera. Asche, die klauen wir. Du Spasti, Alter, du klaust Asche. Da hat jemand, der da lebt, hat ein Drogenproblem. Warum? Ich glaube, die Frau, ja schau mal, die hat gerade verkackt zu kochen, hat ein Feuer gelegt und die hat Tabletten auf ihrem Schreibtisch. Wir sind ein Geheimdetektiv, das musst du dir mal verinnerlichen. Schau mal, wie cool wir gucken, was wir für eine Brille haben. Wir haben das aufgeklärt, wer das Feuer gelegt hat. Aha. Das war nämlich die Tussi. Wir haben aufgeklärt, dass sie ein Drogenproblem hat und jetzt gehen wir hoch und klauen ein iPad. Den Schulranzen von dem Kind klauen. Oder den Schulranzen, ja. Die ganzen Buntstifte, Alter. Nein, wir klauen das Hausaufgabenheft und dann gucken wir auf den Stundenplan und dann klauen wir das Kind. Mit so einem weißen Lieferwagen ohne Aufschrift. Yeah. MC Pedizzle is a Machizzle. Yeah. Ah, schau mich an, ich bin ein gemachter Mann. Yeah. Na komm. Wir klauen einfach hier unten die Lampe. Wir klauen einfach die Lampe hier unten gehen. Schau mal, das sind solche reichen. Aber guck mal, die Lampe sieht so teuer aus, Alter. Komm. Elena, ja, ich hab gerade gefunden, dass heute Abend Geisternacht in der Stadt ist. Na, lass mich in Ruhe, ich muss klauen, Alter. Halt die Fresse, Junge. Levelaufstieg. Ja! Na, abhauen. Komm, Level up im lauf, Klauen. Lauf, hallo, da! Das ist mich schneller weglaufen. Ja! Alex, was glaubst du, was das Ding wert ist? Wir haben nämlich zwei Sachen, die wir verkaufen können, Alter, ne? Locker 5000 Euro. Boah, das wäre so geil. Stell dir vor, wir haben so eine Designerlampe gekauft von, keine Ahnung, Vespucci, Vengado, irgendwie weiß ich was. So einer scheiß italienischen Drecksmarke, Alter, die eine behinderte Ikea-Lampe zusammenschrauben. Ohne eine 250-Lampe von Kick ohne Birne. Guck mal hier. 100, Alter. 200, verkaufen. Das hat sich richtig geworgen. Geworgen. Junge, geworgen. Ist nicht mein Wort. Das hat sich echt geworgen. Mischung aus Clown und gelohnt geworgt. Da steht Easy natürlich auch im Müll. Genau, Easy. Tolle Idee. Was kommt da Fische raus? Was kommt da raus? Was ist mit ihm los? Was hat er. Ja, danke dafür auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir bauen den Liebesbunker, oder? Und Dana und Izzy kommen da jetzt nicht mehr raus, bis die miteinander, ne? Ja, klar. Das ist auch eine normale Art. Wir haben kein Geld für eine Treppe. Boah, Freddy, Alter. Läuft bei dir. So, warte mal, wie machen wir den Keller? Das muss ein richtiges Sex-Dungeon werden, Alter. Warte mal. Wir versuchen das jetzt so minimalistisch wie möglich da unten einzurichten. Also, was braucht ein Mensch? Ein Stuhl schon mal nicht. Bau den weg. Du Trottel. Die sollen ja unten überleben? Ja, machen wir so ein Experiment mit dem, wie lange die da unten überleben können? Ja. Wer zuerst stirbt. Okay. Wir bauen überall Bärenfallen auf. Das war's auch eigentlich. Mehr brauchen wir nicht. Das Klöchen hier? Stell dir mal vor, dieses kleine Klo. Mhm. Und dann scheißen die so einen fetten Haufen rein. Und das war's. So keine Spiele und keine Dann heulen die los.
Boah, Alter, mein Auge tränt die ganze Zeit. Ich finde das so rührend. Ich habe eine Idee. Ich habe schon mal zwei Jugendliche in mein Dach eingesperrt. Eine reiche Frau. Also im Spiel. Bitte nicht die Polizei rufen. Nein, ich habe schon mal zwei Jugendliche in mein Dach eingesperrt. Und ich war halt unten eine Frau, eine reiche. Und ich habe sogar die Treppe weggemacht. Weißt du, wie ich dann das gemacht habe? Wie? Ich habe das folgendermaßen gemacht. Und zwar, ich habe immer Pizza bestellt und die dann im Baumodus nach oben ins Dach transportiert. Oder mal was unten gekocht und dann auch oben transportiert. Und weißt du, was wir auch machen können? Was denn? Stellen noch irgendwie so Malereidinger auf, dann sollen die den ganzen Tag malen und dann können wir die Bilder verkaufen, dann können die Geld machen. Das ist ein Sturmwaffel, der verdient doch schon gut. So, wir stellen jetzt erstmal hier hin und dann machen wir einfach die Treppe weg. Wir lassen die jetzt erstmal runtergehen, okay? Ich würde sagen, wir machen eine Standuhr, Alter. Ja, das ist richtig. Das ist schön, also so, da würde ich auch sagen, wir schauen jetzt einfach, was passiert. Das geht schon gut. Lass ihn jetzt aufstehen, lass ihn jetzt wach werden. Jipsi. Die sind richtig zufrieden hier unten. Weißt du, Revi, Menschen sind wie Pflanzen. Ja. Du musst nur eine Bohne, Erbse, du musst einen Kern, einen Samen, genau das war das Wort, du musst einen Samen sehen und warten, wie sie sich entwickeln. Verstehe. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben und tun so, als hätten die nie existiert. Okay, gut. Dann machen wir einfach hier oben weiter und schauen mal, was hier so abgeht. Oh. Das Ding ist auch kaputt gegangen. Diese 2000 Euro Toilette hat einen Tag gehalten. Die fuckt einen Tag ab, gehalten. Oder? Okay, alles klar, das ist Pietro Lombardi. Das ist Pietro Lombardi und Xavier Naidoo. Komm, Manuel zum Angriff. Alles klar, okay, es geht wieder richtig rein hier, Leute. Manuel, komm, gib ihm böse. Alter, war das gerade eine Schockwelle, die da kam? Ich weiß es nicht. Was Manuel schon für Tricks gelernt hat. Alter, er hat ihn besiegt, Alter. Der vor Manuel entwickelt sich plötzlich, dann wie bei Pokémon wird er so durchsichtig, dann kommt so er wird einfach nur fetter. Ich möchte eine Bar kaufen für Paluten. Ja, obwohl du es auch Zeit hast, du auch verdient. Eigentlich wollte ich für ihn tatsächlich ein Instrument kaufen, weißt du, was ich meine? Ja, eine Flöte. Nein, er ist doch Rapper jetzt. Wir müssen ihm ein Tonstudio bauen, warte mal, vielleicht geht das ja sogar. Basketball, das ist in einem Tonstudio. Hä? Pass auf, wir gehen noch hin und bauen Paluten hier draußen noch ein kleines Tonstudio, ja? Genau, direkt über dem Bunker, wo wir zwei Menschen verschimmeln lassen. Das würde ich jetzt so nicht sagen, ne? DJ Pult! Paluten. Perfekt. Digga, Paluten wird safe DJ, oder? Und auch Rapper. Ja, voll. Tragbare Bar kriegt ihr auch noch in sein Zimmer. Ja, guck mal, geil, Alter. Ja, nice. Wir müssen den Boden auf jeden Fall auch irgendwo ein bisschen dem DJ-Ding anpassen, oder? Meinst du nicht auch? Ja, ne? Klar. Irgendwie knallig, irgendwie so richtig. Sieht aus wie ein hässliches Badezimmer von einer Oma. So. Warte. Was sagst du dazu? Das ist gut, Alter. Hier gibt es einen kleinen Dancefloor hier vorne, so, okay? So, warte. Und jetzt kommt noch die Wand. Das sieht aus wie ein Spielzimmer. Die Wand muss auch... Ja, es ist alles gelb, Alter. Ja! Wir brauchen einen Disco-Strahl. Junge, bei Palle entsteht gerade ein Club. Warte. Ich fühl's gerade auch so, Alex. Palle, einmal auflegen gehen, komm. Junge, ja, Mann! Komisch, dass er im Schlafanzug so abgeht, aber... Okay, warte. Er fühlt gerade den Beat. Mhm. Ja. Und jetzt einmal rappen, komm, einmal noch rappen. Freestyle. Alter, Junge, heftige Lyrics. Wir müssen ein bisschen Romantik hier, okay? Schlitter. Die wollen das nicht, Mann! Junge, wir zwingen die einfach dazu. Die wollen, müssen beide aufs Klo, aber trauen sich nicht. Ja, dann pisst ihr euch halt ein, ist mir jetzt auch egal, ne? Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser wunderschönen Folge von Sims. Speicherkarte ist mittendrin vollgegangen. Abonniert Brotwurst, Mensch. Ich bin noch da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, pissen wir, tschüss. Pissen oder Palle. Pissen oder Paluten. Paluten und die Pisse im Keller. Bye.